Einen Moment noch, bevor wir den Herrn Eichelbrock dann gleich zu Wort kommen lassen, auf den Sie alle so sehnlich warten. Ich wollte noch mal kurz den Bogen schlagen vom Aktionsbündnis zum Herrn Eichelbrock. Und da will ich kurz eine persönliche Geschichte erzählen. Ich glaube, es ist vielen, die hier im Raum gehen, ähnlich so gegangen. Bei mir war der Bruch mit dem System, um es mal so zu sagen, im Mai 2010. Bis dahin war ich sozusagen praktisch doch alles mehr oder weniger in Ordnung. Im Mai 2010, für mich als promovierten BWLer, ist da eine Welt zusammengebrochen. Ne? Ich habe gedacht, der Euro, das kann funktionieren, wenn man den Griechen und andere halt gehen lassen, wenn es nicht funktioniert. Und auf einmal entscheiden die da in zwei Tagen über Macht, dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben, sondern in so einer komischen Art Diktatur, wo irgendwelche paar Regierungschefs in Brüssel oder wo auch immer sie zusammengehockt sind, sagen, jetzt ist alles anders. Verträge gelten nichts mehr, wirtschaftliche Vernunft gilt nichts mehr und es wird alles anders gemacht. Und das war für mich also der Moment, wo ich sozusagen aufgewacht bin. Dann hat es eine ganze Zeit lang gedauert, da habe ich angefangen zu recherchieren. Ich war auch einer von diesen sinnlosen Verfassungsgerichtsklägern, die dann ihre Absage bekommen haben ohne Kommentar, obwohl es inhaltlich, behaupte ich, mehr oder weniger richtig war, was ich geschrieben habe. Aber jetzt kommen wir zum Herrn Eichelbrock und zur Hartgeld.com. Die Seite vom Herrn Eichelbrock, die Hartgeld.com-Seite, war für mich persönlich eben auch eine ganz wichtige, um zu durchschauen, was da eigentlich läuft und was die Zusammenhänge sind. Und für mich auch immer wieder ganz wichtig im täglichen Lesen, um gegen diese, ich persönlich nenne das nur noch die Propaganda der Massenmedien, um sich gegen diese Propaganda der Massenmedien da zu behaupten, die einen ständig von morgens bis abends belabern, Entschuldigung, dass die Welt in Ordnung ist. Und da gehe ich dann auf Hartgeld.com, lese wieder nach und dann weiß ich wieder, was Sache ist. Und dann kann ich wieder den nächsten Tag in dieser Welt bestehen. Und hier kommt nochmal der Bogen zum Aktionsbündnis. Wir brauchen Mitstreiter, Leute, die mit uns Sachen machen, die auch im September wollen wir wieder demonstrieren. Und wir brauchen sie und wir machen das ja hier, damit auch mehr Leute sich an dieser Bewegung beteiligen. So, das nochmal kurz von meiner Seite und jetzt Herr Eichelbrock, bitteschön. Tut mir leid, der Applaus ist schon so laut. Herr, bitte jemand das Mikrofon stimmt. Die Mischung stärker aufdrehen. Man hört mir fast nichts. Wenn man das Mikrofon ganz vom Mund hält, dann hört man sehr schwer. Etwas mehr bitte, ja? Okay? Ist ja das Beste. Danke sehr. Okay, so ist die Stimme wesentlich klarer, wenn ich auch versuche, möglichst klar zu sprechen. Und kurz gesagt, was mache ich? Ich bin ein Revolutionär. Bitte keinen Applaus. Ich bin ein Revolutionär des Skillsacks. Nicht so sehr ein politischer Revolutionär. Es kommt auch mit. Was ich Ihnen zeigen möchte, eine kurze Präsentation. Die Zeiten ändern sich. Wirtschaftlich, finanziell und auch politisch. Das ist der politische Pendel total in Richtung EU, Globalisierung etc. Das schwenkt gerade wieder zurück. Dass der Euro runtergeht, das ist nur ein Symptom davon. Falls Sie mich nicht verstehen sollten, bitte sagen Sie es gleich. Wenn ich mich bemühe, möglichst deutlich zu sprechen. Der Vorredner hat gerade angesprochen, die Massenmedien. Mit Labern sollte ich sagen, das habe ich im Flughafen gekauft, gestern in Wien, bei österreichischer Presse, schreiben Sie kritisch. Also Titelgeschichte ist das, 109 Milliarden Euro für eine Woche Ruhe. Eure Politiker, nennen Sie die Euro-Bühne, wollen die ganzen August-Ruhe haben, mit dem Milliardenpaket für Griechenland, also sie bekommen eine Woche nur. So. Und nächste Woche sehen wir, wie sie zeigen. Im Endeffekt, auch die Welt zum Beispiel ist relativ kritisch geworden. Man kann nicht unbedingt sagen, dass die Massenmedien so Regierungspropaganda machen, aber vielleicht ein Jahr oder so. Inzwischen sind sie wesentlich kritischer geworden. Jetzt zeige ich Ihnen ein paar Sachen aus dem Outlook. Was wir bisher gesehen haben, war alles harmlos. Völlig harmlos. Im Endeffekt, der Systemuntergang mit der Untergang aller Sparnisse, das kommt erst noch. Ab 2008, wenn der Wirtschaftseinbruch, wäre das Weltfinanzsystem schon fast untergegangen, konnte man durch Staatsgarantien jegliche Art wieder aufholen. So lange, bis die Staaten selbst untergehen, das ist der Fall, das haben sie gesehen in Griechenland, in Portugal, in Irland, und jetzt bald auch in Italien und in Spanien.
Und die sind leider zu groß geworden. Die frisst der Teufel. Die Sparfrösche sind dann gekocht. Wie gesagt, in Deutschland, in Griechenland haben sie schon Depressionen. Hier in Deutschland geht alles wunderbar. So. Die Sportdiplomen nehmen auch schon ab und so weiter. Der Staatssektor hier in Deutschland oder auch in Österreich oder in Frankreich ist völlig unbeeindruckt. Da gibt es massiv Geld. Da schauen Sie die Autobahn an, was übergebaut wird. Wie wahnsinnig bauen die gerade? Da kann ich einsparen. Die Griechen müssen schon sparen, die Portugiesen müssen sparen, die Iren müssen sparen. Da bricht der Konsum ein. Ich sperre die Geschäfte reinweise zu. Wie gesagt, dieses Jahr ändert sich alles. Zuerst Italien und Spanien, dann Frankreich und dann auch Deutschland. Auch sie bekommen den Staatsbankrott. Und Deutschland wird niemand helfen, können Sie sich sicher sein. Man helfe sich selbst, wenn man aus dem Euro austrete. Wie gesagt, wir Dinosaurier vor 60 Millionen Jahren, Banken und Staat gehen gemeinsam unter, auch damals hat es mehrere Jahre gedauert, bis sie untergegangen sind. Ist auch dieses Mal so, aber die sicher und garantiert. Sind Sie, Mai 2010 ist fast passiert. Ich kann Ihnen sagen, am 15. Mai wollte Deutschland aus dem Euro aussteigen. Aber von 10 verschiedenen Quellen bestätigt bekommen, vor und nachher, inklusive einer Personenbestätigung, man hat, nachdem ich Details gepostet habe, auf Hacke.com, 20 Minuten später hat man über den Detail-Service-Attacke Hacke.com abgedreht und gleichzeitig versucht, die .de-Domain runterzufahren. Nur das hat mein Provider ausgefiltert und ist wieder gelaufen. War der sicherste Beweis dafür, dass es geschieht hat, war aber leider schon veraltet, denn am 7. Mai sind fast alle Euro-Staatsanleihen auf den Markt geflogen. Und da haben ein Rettungsmittel eingerufen und man hat der Sarkozy und Berlusconi haben die brutalste Druck die Merkel dazu gepresst, nicht auszusteigen. Es geht mal weiter bis zum Euro-Ende. Da werden sie alle aussteigen. Die Banken waren damals mehrere Male, vier Male, drei Stunden kurz vor der Schließung, am 7. Mai, 14. Mai, 1. Juni, 4. Juni, letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir noch keine solche Situation, aber sie kommt wieder. Wenn Sie wissen wollen, warum diese Rettungsschirme so ausschauen, als würde Deutschland bezahlen, man wollte den Bondbank suggerieren, Deutschland zahlt alles. Sonst glaubt das nicht. Aber wie gesagt, fast alles ist pleite inzwischen und die Situation ist viel schlimmer. Inzwischen werden die letzten Garanten verheizt, die Italiener und Spanier, hat man schon gesagt, vermutlich, wenn sie weiter Griechenland retten, werden sie selbst abgestuft. Nächstes Frankreich wird abgestuft. Wenn Frankreich runtergeht, quasi, dann ist alles hin. Wird das letzte gerade Deutschland durchbleiben. Im Herbst, wo diese ESM beschlossen werden, diese Sachen, müssen alle Euro-Staaten durchgehen. Das wird nicht passieren, kann ich sagen. Bis zum September ist der Euro tot. Die gute Nachricht ist nur für Goldmarsch. Das heißt, wenn sie mit Goldmarsch gestiegen ist, gestern hat wieder in US-Dollar wieder All-Time High und 1036 US-Dollar. Wollen Sie was in die Rettungsboote? Wenn Dollar und Euro untergehen wie derzeit, bleibt nichts anderes mehr übrig. Wie gesagt, hinten, mein Seminar veranstaltet, heute Seminar in Stuttgart veranstaltet, mein Seminar veranstaltet, hat hier eine Rettungsboote zur Ansicht aufgebaut. Ich sage Ihnen, retten Sie Ihr Vermögen. Wie gesagt, ich mache eine Revolution für den Geldsack primär. Für Ihren Geldsack. Meine natürlich auch. Wie gesagt, wenn es gleich kommt, ist innerhalb von wenigen Stunden Banken zu sein, bekommen Sie kein Gold mehr, kein Silber mehr. Dann sind Sie gefangen. Ich habe heute gehört von Seminarteilnehmern, ja, da haben Leute 500.000 Euro am Bankkonto drauf und da wagen sie nicht, was zu tun. Also besser müssen sie handeln, rechtzeitig. Die Zeit für die Goldbugs war die letzten Jahre schon gut. In keinem Investment haben sie so viel verdient. Wie gesagt, die Zeit ist abgelaufen und wie viel Zeit wir noch haben, kann ich Ihnen sagen. Wahrscheinlich ist es bis 70% bis 80% die Wahrscheinlichkeit, bis zum 1. Oktober crashen. Und die Banken zu. Und dann werden vier Staaten von den Weißsicht,
dass wir bald 9 Milliarden fertig haben. Deutschland ist fertig, Österreich ist fertig, Frankreich ist fertig, holen wir 9 Gulden. Stellen Sie aus dem Euro. Viel weiß ja auch die Griechen schon fertig, die Italiener angeblich nicht. Die bleiben dann im Rest Euro. Und gleich mit dem Rest Euro, wie gesagt, ich seid auch für die Staaten, rettet sich über kann, das Gold ist der Feind des Finanzsystems. Da wird immer wieder drauf gedrückt auf den Goldpreis. Ich sage, geht von Oldham High zu Oldham High. Das war letztes Jahr 25% mit Gold konnte man gewinnen, 115% mit Silber. Silber war heuer sehr gut. Die großen Gewinne kommen erst, wenn der Systemzusammenbruch kommt. Das ganze Papiersystem geht runter. Kommt eine weltweite Flucht aus allen Papieren, aus allen anderen Aktien, aus allen Immobilien. Ja, Immobilien gehen auch zu Papier. Verkaufen Sie Ihre Häuser, das habe ich gemacht mit meiner Eigentumswohnung. Dezember letztes Jahr habe ich verkauft. Bin jetzt wieder. Ist viel sicherer. Nehmen Sie, sobald das Crash kommt, stellen die Kreditzinsen auf 100%, dann bekommen Sie nichts mehr los. Wie gesagt, was Sie nicht machen, wie der Trichet zum Beispiel, nur mit Notlügen. Was sagt er vor einigen Tagen, der Euro sei sicherer, fester als der D-Mark. Reine Lüge. Das geschieht immer kurz vor dem Ende. Kommen diese Lügen, mit denen sie sich nachher diskreditieren. Und wie gesagt, es kommt dieses Jahr noch der Crash. Und dann werden die alle flüchten müssen, sonst wird es der Wob holen. Warum ist das so? Es gibt einen langfristigen Kreditzyklus, der begonnen 1949. In den USA, Deutschland, 48 in der D-Mark. Das geht 50 bis 70 Jahre lang. Dann werden die Schulden zu groß, müssen abgebaut werden. Besser gesagt müssen meine Sparer abgeschrieben werden. Die Sparer werden im Endeffekt ihre Sparguthaben verlieren, ihre Lebensversicherung verlieren. Also retten sie sich in die Rettungsquote. Wir sind ungefähr da hier. Und in 5 bis 10 Jahren wird ein neuer Zyklus beginnen. Ungefähr. Mit neuen goldgedeckten Währungen. Da können die machen, was sie wollen, und mit neuen Eliten, selbstverständlich. Die Deutschen auch. Die können eigentlich nichts mehr, nur das Geld toppen. Unser Anzug ist auch so, weil das war im April. Ja. Da habe ich heute auch gezeigt, das Bild. Es geht nicht besser. Obamachow, wieder Gorbatschow. Der letzte Führer der Sowjetunion. So. Ist hier auch der letzte Führer der USA. Der letzte Imperator. Selben Probleme. Wirtschaft geht in Depression, Geld wird verschwendet, jede Menge wird gedruckt, wenn es sein muss. Nichts so ist. Ja. Wie der Bush wird von der Wall Street kontrolliert. Die EU dagegen ist eine Stiftung der Repression. Rühllampenverbot, Flüssigkeitsverbot, ähnliche Verbote. Wird Zeit, dass sich die EU selbst verbietet.